Hi, der Yannick hier von der eDrum-Welt. Wenn du beim eDrum-Spielen Schmerzen hast, dann könnten diese Sticks die Lösung sein. Die Silgen Anti-Vibe-Sticks sollen nämlich Vibrationen beim Spielen reduzieren und somit sollen keine Schmerzen mehr entstehen. Ob das wirklich so ist, das teste ich heute für dich und wir starten direkt mit dem Aufbau der Silgen Anti-Vibe-Sticks. Du siehst hier die Anti-Vibe 5A-Sticks, im Grunde genommen sind es ganz normale Sticks, die Besonderheit ist die Rückseite. Da ragt nämlich ein kleiner Gummipöppel raus und ich nehme mal an, entweder ist der Stick von innen hohl oder mit Gummi gefüllt. Das kann ich leider nicht sagen, ohne ihn kaputt zu machen und das würde ich jetzt ungern machen. Die Silgen Anti-Vibe Sticks haben eine Länge von 406 mm, einen Durchmesser von 14,2 mm und ein Gewicht von 54 Gramm. Das heißt, sie sind etwas schwerer als normale 5A Sticks, haben allerdings einen geringeren Durchmesser. Die Anti-Vibe Sticks gibt es übrigens auch als 5B Sticks und beide Varianten sind auch mit Nylon-Tipps erhältlich. Weiter geht's mit dem Spielgefühl der Anti-Vibe Sticks. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass man weniger Vibrationen spürt. Bei Mesh-Head-Pads fällt das gar nicht so sehr auf, allerdings bei Gummipads. Besonders wenn du etwas schnellere und härtere Genres spielst, wie zum Beispiel Rock und Metal, wirst du merken, dass die Gummipads auf Dauer etwas hart sind und genau dieses Problem lösen die Silgen Anti-Vibe-Sticks. Man hat das Gefühl, dass beim Spielen die Schläge etwas abgedämpft werden, man hat nicht mehr diesen harten Aufprall. Hier siehst du den Rebound der Anti-Vibe-Sticks. Der unterscheidet sich ehrlich gesagt kaum von normalen Sticks, da wirst du wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Den größten Unterschied wirst du beim Spielen von Gummipads merken. Eigentlich immer ein wichtiges Thema bei eDrum-Videos, aber heute gibt es mal kein extra Kapitel zur Lautstärke, denn die Silgen Anti-Vibe-Sticks sind genauso laut wie ganz normale Sticks. Wir kommen zu meinem persönlichen Fazit. Wenn du wirklich regelmäßig Schmerzen beim Spielen hast und schon an deiner Spieltechnik gepfeilt hast, dann sind die Silgen Anti-Vibe Sticks echt eine gute Wahl für dich, vor allem wenn du sowieso schon 5A oder 5B Sticks spielst. Hier kommen wir auch schon zu meinem ersten Kritikpunkt, denn jeder Schlagzeuger hat ja seine eigenen Lieblingssticks. Und die Silgen Anti-Vibe Sticks gibt's halt eben leider nur als 5A und 5B Sticks. Ich selbst spiele zum Beispiel seit Jahren X8D Sticks, weil die einfach am besten in meiner Hand liegen und die perfekte Länge haben. Und das wird auch so bleiben. Bleibt alles so, wie es hier ist. Wenn du dich mit den Stickgrößen anfreunden kannst, dann sind die 18 bis 19 Euro gut investiertes Geld, denn die Sticks halten ja auch tatsächlich das, was sie versprechen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann ab damit in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.